Was sind die schlimmsten Gebäude in der Galerie? Damit meine ich nicht die gruseligsten, die schönsten oder die hässlichsten Gebäude, sondern die, die uns einfach nur verwirrt und überfordert zurücklassen. Unterwegs sind wir heute mit Bella Grusel und sie ist gleich mal ins erste Gebäude eingezogen. Ich freue mich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Also ich weiß nicht, ob man das Gebäude nennen kann. Es ist Baby Yoda. Und zwar ein riesiger Baby Yoda und mehr ist da auch nicht. Und hier sehen wir Baby Yoda in der Galerie und Player of Sims 2 findet es tatsächlich niedlich. Ich finde es ziemlich creepy, aber im Vergleich zu anderen Gebäuden auf dieser Liste ist es nichts. Und das ist Gebäude Nummer 2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Pflanzen auch auf Sixsum wachsen, also dass das Alien-Pflanzen sind. Und dann wagen wir gemeinsam mit Bella mal einen Blick hinein. Hier haben wir eine Küche und einen Wohnbereich und eine Gitarre. Das ist besonders wichtig. Hier sind zwei Betten nebeneinander und jede Menge bunte Deko und überall Alien-Pflanzen. Was bist denn du? Ich könnte es in Bellas Inventar geben, aber irgendwie traue ich mich nicht. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Es gibt noch einen oberen Stock. Hier durch die Glastür durch. Warum sind hier immer so viele Betten in einem Raum? Das Haus ist ein Alien Sorority Haus, also wie ein Studentinnenheim für Aliens. Dieses moderne Haus ist in einen Felsen gebaut und bietet Platz für 7 Studentinnen. Jede Studentin hat ein Haustier und einen zugewiesenen Platz, der nach ihren Wünschen und Nöten eingerichtet ist. Das nächste Gebäude ist wieder richtig weird, aber ich glaube, es ist trotzdem cool. Wie wir hier sehr gut sehen können, es ist ein Spalt im Boden. Ich habe ein bisschen Angst, was uns hier in der Tiefe erwartet, aber wir schauen einfach mal hin. Bella hat anscheinend keine Angst, denn sie läuft zielsicher auf die Leiter zu. Oh mein Gott, niemals würde ich hier runterklettern. Vor allem nicht, wenn ich keine Ahnung hätte, was mich hier unten erwartet. Und mit solchen Schuhen sollte, glaube ich, sowieso niemand klettern. Was ist das hier? Es sieht aus wie irgendein Geheimraum, in den Bella auf jeden Fall nicht reinkommt, denn er ist hier abgesperrt. Was soll das darstellen? Es ist so creepy. Irgendwie sieht es ein bisschen so aus, als würden hier Experimente durchgeführt werden. Hier ist das Gebäude in der Galerie und natürlich interessiert mich jetzt die Geschichte dahinter. Tritt in die Leere. Komm zu uns. Wir erwarten dich. Kannst du es hören? Ich hoffe, dir gefällt mein geheimes unterirdisches Labor oder Raumstation. Es bietet ausreichend Betten für 4 Sims oder Aliens. Ich hoffe, dir gefällt dieses kleine seltsame Horrorgebäude. Es ist kein Gebäude für Klaustrophobiker. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Wieso ist hier ein Messerblock? Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Ich meine, es ist nicht sonderlich viel, aber das, was da ist, spricht für sich. Und hier ist das Gebäude in der Galerie. Das wird eine kurze Tour, aber ich habe hart dafür gearbeitet. Ich hoffe, es gefällt dir. Also mir gefällt es zumindest, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich mit so einem Grundstück machen soll. Falls dir ein Gebäude für diese Liste einfällt oder du sogar selbst eines gebaut hast, lass es mir gern in den Kommentaren da. Was ist das? Dieses Gebäude ist ein einziger Fiebertraum. Warum sind hier riesige Debug-Babys? Und eine Urne. Natürlich, wir lesen jetzt einfach mal die Inschrift. Können wir nicht, denn wir kommen nicht rein. Können wir zumindest hier schwimmen? Oh mein Gott, es geht. Bella geht ins Gebäude rein. Was ist das nur? Ich glaube, so würde ich meinen schlimmsten Albtraum beschreiben. Carpeted Bathroom, also so viel wie Badezimmer mit Teppichboden. Willkommen am Leidensort deines Sim. Schließe die Tür ab, während dein Sim hektisch im mit Teppich ausgelegten Pool schwimmt. Kümmere dich nicht um die Riesenbabys. Sie sind da, um zu weinen und zu weinen, bis einem die Ohren bluten. Schau nicht in Omas Schrank nach,
denn da ist nichts außer Babynahrung. Welcher Schrank? Ich habe Omas Schrank gefunden und da ist eine Treppe in einen Keller. Ich habe Angst. Habt ihr auch Angst? Es sieht aus wie ein Schrein. Ein Schrein aus Garten, Zwergen und Babys. Das ist mit Abstand das schlimmste Gebäude, das ich jemals in die Sims 4 gesehen habe. Dieses Gebäude ist nicht creepy, sondern einfach nur grandios. Kann Bella da irgendwie rein? Nee. Aber Inselgeister leben drin. Oh mein Gott, wie cool! Und hier sehen wir die Himmelskuppel in der Galerie. Es ist ein Spukwohngrundstück. Oh mein Gott, wisst ihr, für was das perfekt passen würde? Für Rapunzel. Können wir uns da rein teleportieren? Ja, können wir. Aber wir können Bella da drinnen nicht steuern. Kann sie selbst was machen? Ja, kann sie. Wow! Dieses Gebäude ist absolut grandios. Ich würde euch gerne erklären, was hier los ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich dachte zuerst, es brennt, aber es ist irgendwie kein Feuer. Ich verstehe gar nichts mehr. Weiß irgendwer von euch, wieso das so leuchtet? Auf jeden Fall haben wir hier zwei Gebäude. Am rechten Gebäude steht Betten, Lounge, Techtelmechtel und Hölle. Und auf der linken Seite steht Hölle, Schmerz und noch zwei andere Wörter, die ich jetzt aber lieber nicht sage, damit dieses Video jugendfrei bleibt. Dann gehen wir mal in Gebäude Nummer 1. Okay, wir haben einen sehr großen roten Raum mit jeder Menge Bilder von gruseligen Gestalten. Ein Klavier, eine Bar. Sieht aber eigentlich ganz gemütlich aus. Und weiter geht es in den ersten Stock. Irgendwie gibt dieses gesamte Gebäude mir echt merkwürdige Vibes und ich habe ein bisschen Angst. Raum Nummer 1, ein Bett mit Kamera und jeder Menge Studiolichter. Wofür das wohl gebraucht wird, frage ich mich. Schnell raus hier, Bella. Und in Raum Nummer 2 ein riesiger Kleiderschrank und wieder ein Bett. Hier haben wir wieder so eine Art Schrein, jede Menge Skelette. Und warum ist da schon wieder ein Debug-Baby? Zwei Räume gibt es hier noch, aber da sind einfach nur Betten. Aber hier gibt es noch zwei Leitern, also einen geheimen Dachboden. Let's go, Bella! Den müssen wir natürlich sofort erkunden. Da ist sicher wieder irgendwas mit Techtelmechtel oder Babys. Und was habe ich euch gesagt? Jede Menge Betten und Rosenblüten. Das ist so ein weirdes Gebäude. In das linke Gebäude schauen wir besser nicht. Und aus dem gleichen Grund zeige ich euch den Beschreibungstext lieber auch nicht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, dieses Gebäude ist definitiv nicht für Kinder.